Hey, liebe Siedlerfreunde, einen wundervollen guten Tag. So habe ich mich auch gestern von euch verabschiedet. So, wir machen hier weiter. Und versuchen gerade, den Gegner hier auszumerzen, beziehungsweise seine Eisenproduktion. Das Gold haben wir schon wieder abgeschnitten hier. Wir bekommen sein Eisen, sein Material, was er hier hatte, bekommen wir erobert. Das ist natürlich richtig geil für uns. Und hier drüben haben wir auch eine Produktion angefangen. Der braucht hier nur noch Material, die zwei Kandidaten. Und dann kann es nämlich auch schon losgehen. Jetzt wird nur der versorgt und so. Aber da wartet schon. Auf jeden Fall kommt hier bald was an. Okay, so. Wir müssen jetzt kurz auf die Soldatenverteilung warten. Wir haben sie nämlich wieder alle rausgeschickt im letzten Part gestern. Und hoffen nun, dass wir genug haben zum Angreifen. Oder beziehungsweise... Hat's gereicht? Ja! Ja! Es hat gereicht! Für die Mine hat's gereicht! Alter Schwede! Fuck! So geil, ey! Richtig geil! Oh, du Arschgeburt! So, da oben werden wir uns gleich mal hier eine Eisenmine schon mal sichern. So, dann müssen wir nur noch hier ausmerzen. Schaffen wir. Das schaffen wir. Hier unten war kein Problem. Oh Mann, das wird natürlich wieder schön aufregen. Die sind hier eh noch am rumbauen, basteln, hier unten. Wieso kommt da gerade keiner? Hm. Aber die suchen schon wieder weiter. Die suchen hier... Oh. Hola, Sita. Mama. Was wird denn das hier, wenn es fertig ist? Die kommen ja aber ziemlich nah hier. Nein, 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 nein. Das wollen wir nicht. So, ja, sammeln wir alles ein hier. So gut. So gut. Yeah. Ich weiß, ich kann nicht singen. Bleh. Dafür habe ich viel zu eine kratzige, eklige Stimme, Mann. So, ist da unten. Oh, der hat Hunger. Bring dir was zu fressen, Alter. Da kommt schon Fisch, oder? Ist für ihn? Also ich hoffe, der kriegt auch ein bisschen Brot. Braucht er natürlich, da unten, ne? Schön versorgen. Hier, nicht schludern anfangen, ja? Weil im Lager ist genug zu fressen, oder? 5 Fleischbrot noch. Und hier oben ist eh... Aha. Genau. Die Bäckerei ist eh noch nicht ausgelastet. Da könnte man sogar nochmal irgendwo in die Landschaft ein bisschen Nahrungsmittelbeschaffung machen. So. Jetzt ist der hier unten. Ja, hier oben meine ich. Im Norden. Im Norden. Der hat noch nicht fertig. Aha, er fängt an. Ah, das ist wunderbar. Dann wird es uns bald besser gehen. So, schön verteilen, genau. Schön. Überall hin Ausflug machen. Können wir sogar angreifen mit 9 Leuten. Oh, das ist geil. Schon Angriff starten. So, dann können wir wieder nämlich zurückgehen und sparen, wenn die neuen angegriffen haben. Das ist nämlich ein bestimmter Grund, warum ich das so mache. Das würde die guten Soldaten sparen, oder beziehungsweise es wieder sammeln können. So. Oh, hier sind noch einige unterwegs. Ups. Gar nicht gewusst, dass wir so viel haben. Es geht nach, ey. Hat immer nichts zu essen hier unten. Hm. Das macht mich jetzt aber traurig. Sollen wir vielleicht hier das Wasser ein bisschen einnehmen? So, hier wird schon angegriffen. Unteroffizier gegen Obergefreiter.
Na, das war klar. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein, wenn es jetzt so gewesen wäre. Wenn er jetzt mal kurz platt gemacht hätte. Aber da kommen noch. So, hier sammeln sich wieder die Soldaten. Hat er jetzt was gekriegt hier mal? Oh, dem fehlt noch Kohle. Okay. Ja, aber das dürfte eigentlich nicht mangeln. Kohle haben wir ja voll viel, Mann. Eisen sowieso. Dergleichen. So, jetzt geht's los. Die zweite Waffenproduktion hat angefangen. Oh, noch nicht mal fertig mit Bauen, da kommt schon der böse Rufnex und macht alles kaputt. Yes! Hey, ich will ja die Siedler auch irgendwann mal fertig bekommen, ne? Ist ja klar. So, er ist bei 45%. Der ist ziemlich gut, Mann. Eieiei. Ich hoffe, dass wir es mit dem jetzt noch schaffen, was hier rumsteht. So. Wir haben keinen Hauptmann, das ist unser Problem. Der ist hier oben drin. So. Huiuiui. Der wird sie wohl platt machen, so wie es aussieht. Da drüben wird dann auch gesammelt. Sind auch die Wege nicht mehr ganz so lang. Komm, mach ein Blatt. Komm schon, holen dir. Dass ich Soldaten sparen kann und angreifen kann nachher. Wir müssen jetzt endlich mal hier zum Schlussstrich bald kommen. Dass wir von hier aus irgendwie den jetzt endlich mal packen können. Ich will nicht mehr so lange warten. Ich will ihn jetzt endlich besiegen. Ihr doch bestimmt auch. Wie wären da zwei rein da oben? Echt jetzt? Komm! Nein! Okay, nochmal ein Unteroffizier. Die Mine wäre nämlich jetzt dann fertig. Sieht gut aus. Könnt klappen. Könnt klappen. Nein, klappt doch. Ja. Ja. Ja, Min. Drecksack. Gut. Und das bis jetzt ganz ohne Gold. Ja, weil es ausgeglichener ist gerade. Der hat nicht der eine mehr und nicht der andere weniger. So, jetzt müssen wir aber aufpassen hier. Der wird wieder suchen. Und das wie ein Irrer sogar. Klar, er braucht Material, so wie ich. So. Gut. Kohle sichern. Sehr schön. Schon mal zwei Geologen hier. Sind noch da, oder? Müssten kommen, ja. Das gefällt mir, Sieg errungen. So, kriegen sie es mal hier gebacken, dass sie das Zeug mal transportiert bekommen. Was fehlt denn? Eisen. Komm, hol es dir. Ihr seid hier eine eigene Versorgung hinten. So, die gehen jetzt wieder zurück. Genau. Und dann tun wir ein paar Hauptmänner züchten. Wie ist das? Oh, Gold.
fehlt noch ein Arbeiter. Ja, wo ist er denn? Ey, mir fehlt ein Schmelzer. Alles fertig? Fehlt ein Hammer? Und eine Zange? So wie es aussieht, fehlt uns eine Zange. Oder nur ein Ey. Das gibt's doch nicht. Wo ist er denn? Land verloren. Ja, das macht nichts. Ich muss ja ganz kurz in meine Liste gucken, was ich da jetzt nochmal brauche für so einen Schmelzer. Weil ich habe ja die Tabelle. Da steht normalerweise alles Wichtige, glaube ich, drin, wenn ich das mit ausgedrückt habe. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe es. Nee. Gold. Die Gebäude. Da, hier, Bäcker. Beruf, Werkzeuge. Schmied, Geologe, Gefreiter, Steinmetz. Wo ist er denn? Andere Seite. Schmelzer braucht gar keine Werkzeuge. Der braucht gar keine. Wer braucht eine Zange? Ich guck grad mal, wer das braucht. Weil wir müssen das ja produzieren. Hammer und Zange. Der Schmied braucht es. Der Schmied braucht Hammer und Zange. Okay. Also müsste eigentlich einer kommen. Ein Schmelzer. Der jetzt nämlich gerade auch alles hier wegbringen. Ah, da ist er ja. Da kommt er. Okay. Ja, da werden sie das Gold auch wieder auslagern, denke ich. Der hat einfach ein bisschen länger gebraucht zum Rauskommen. Aber immerhin, er hat es noch geschafft. Heute. Okay. So, ihr könnt ruhig die Waffen hier reinbringen, ja? Ihr braucht die nicht extra wegtragen wieder. Habt ihr es noch nicht gemerkt, dass das Gebäude jetzt steht, oder? Komm, hol's dir. Nein, falsch. Du Arsch. Oh Mann. Okay, er packt's noch nicht so wirklich. Ach, die müssen sich erst noch dran gewöhnen. Ach, da ist ein Lager, da kann man sie hinbringen. Schön. Und hier vorne ein bisschen entlastet. Nicht ganz so viel aufgetragen. So, komm. Die tragen das um den Berg. Ich glaub's nicht. Tatsächlich. Einmal um den Berg wird getragen. 93%. 90%, da geht's schon runter. Die Leistung. Gering, aber nur gering. Nicht irgendwie, dass wir jetzt hier gleich in Panik geraten brauchen. Das Ganze ist normal in dem Spiel. Das geht auch manchmal wieder hoch, und dann wieder runter, und dann wieder hoch, und dann wieder runter, und so weiter und so fort. So, Geologe, was machst du? Was gefunden? Ich wollte dich eigentlich buddeln lassen für Eisen. Land verloren. Ui, jetzt haben wir aber Glück gehabt. Aber der hier wird es wahrscheinlich wegdrücken hier. Na egal, der Bauer hat eh genug Platz dann. Steinmetz brauchen wir dann eh keinen mehr. Erstmal. Ich glaube, wir haben genug Vorrat. Ja, 50, da kommen noch ein paar. Also halt 49, 50 kann man sagen. Ist nicht so tragisch. Kann man mit leben, wa? So, bringt das jetzt ins Lager, oder? Was tut er? Immer noch nicht. Sie akzeptieren es einfach nicht. Land verloren hier.
Kein Problem, jetzt kommt eh bald Gold und hast du abgekackt, mein Freund. Kohle und Eis natürlich. An was? Der Arsch hat echt ein gutes Gebiet gekriegt, ey. Ich war voll im Nachteil. Aber ich hab's mir ergattert. Ja. Klar. Kennt mich ja. Hey, wann gehst du? Gehst du wieder zurück? Nee. Du krebst schon, oder? Ah ja, gut. Sehr schön. So, da kommt wieder. Ich wäre euch schwer verbunden, wenn ihr das jetzt mal hier reinbringen würdet. Genau, weil er akzeptiert das Lager auch an. Dass da vorne mal ein bisschen Ruhe einkehren kann. Muss ja nicht sein, dass hier so Chaos ist. Ah, sie tragen das Gold weg. Sie lagern es aus. Gut. Das bedeutet, die Schmelze schmelzt. Boah, geil. Brot. Geht da auch essen? So, Goldschmelz funktioniert. Dein. Auch nochmal Ersatz. Alles meins. Er holt sich's. Ja, endlich. Gut. Kohle, wir brauchen Kohle. Mann, könnte es nicht mal bessere werden? Wird es aber mal Zeit hier. Und die tragen das hier voll. Ja, hier beruhigt sich jetzt auch gleich. Das ist jetzt nur am Anfang so noch. Da wird es auch bald ein bisschen gechillter. Klar, das war klar. War nicht zu vermeiden. Das ist jetzt leider arbeitslos. Aber wir machen dafür was anderes. Meine Geduld geht leider langsam hier zu Ende. Deswegen werden wir dem hier jetzt erstmal ein richtiges Gebäude vorsetzen. Da lassen wir mal Stein abbauen. Wir bauen es jetzt doch nämlich, weil wir haben jetzt was überlegt. Weil ich werde dem jetzt hier ein bisschen Druck machen. Meinem ganz speziellen Freund. Für das, dass er so böse zu mir ist. Wir könnten auch die Gebäude mit Mittel besetzen. Ah ne, jetzt fängt es gerade an. Nein, 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 machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Jetzt kommen nämlich gerade die guten Soldaten. Das können wir später noch machen, wenn wir dann anfangen und angreifen. So, liefert er noch? Oh, der braucht Kohle. Ah, jetzt wird's eng, oder? 27% nur noch. Kommen wir hier mal kurz zum Geologe. Und hier vielleicht noch. Schauen wir mal zwei Geologen hier raus. Die müssen sich das mal kurz anschauen. Vielleicht noch mal ein bisschen, falls es jetzt hier mal irgendwann mal zu knapp wird. Da drüben ist glaube ich auch noch eine Möglichkeit, einfach mal ein paar Alternativen. Aber wir können ja hier noch Kohle abbauen, falls was wäre.
Ich würde jetzt auch nicht anfangen mit Schwächeln, nee. Tun sie nicht, die gehen bestimmt noch mal hoch ein bisschen. Ach, die haben noch genug Arbeit, seht ihr? Passt schon. Hier auch. Ja, hier befüllen wir jetzt alles. Dann ist es in Ordnung. Wir haben eh keine Angst vor ihm. Er macht uns ja nichts. Kann er eh nicht. Er sucht jetzt überall verzweifelt nach... Oh, da oben hat er gefunden Eisen. Okay. Wird hier vielleicht eine Mine hinbauen wollen. Eine Eisenmine. Sonst gibt's ja nirgends mehr. Und wenn er irgendwo findet, mache ich ein Blatt. Kohle! Kohle braucht das Land. Hat er schon geschmolzen eigentlich? Nee. Aber jetzt fängt er an. Okay, offiziell ist die Goldschmelzerei angefangen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part und genießen dann das Schmelzen und vielleicht dann irgendwann mal noch das Angreifen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Tschüss.